kommen wir zu der letzten Folge von den GOAT News. Heute geht es darum, wer hat Game of GOAT gewonnen und wie geht es hier weiter auf dem Kanal. Das erfahrt ihr alles jetzt. Herzlich willkommen zu den GOAT News. Ein Monat ging jetzt das gesamte Turnier und es gab einige Überraschungen und lustige Ereignisse. Heute schauen wir uns natürlich an, wer das Ganze gewonnen hat und wer Dritter geworden ist. Und wir wollen sie gar nicht so lange auf die Folter spannen und deswegen sagen wir direkt, wer gewonnen hat, und zwar Team Jim. Ja, Team Jim hat Game of GOATs gewonnen und wir haben unseren Praktikanten mal live vor Ort geschickt, um zu gucken, wie die Stimmung dort so ist. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass da eine Stimmung ist. Wie ist man denn über das Spiel? Ist man zufrieden über das Spiel oder was ist da los? Ach, vergessen es einfach. Wir schalten weg und wir kommen jetzt nicht nur zu den Gewinner, denn wir haben auch noch live vor Ort Jay Taylor, den es vielleicht nicht ganz so gut geht, aber seht mal selbst. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision... Okay, da ist ja jemand auf jeden Fall in bester Laune und ich würde sagen, gehen wir weiter zum Spiel um Platz 3. Um Platz 3 spielten Team Trent gegen Team Family Force. Beide mussten ja bereits eine Niederlage einstecken und schafften es leider nicht ins Finale. Doch auch für Platz 3 lohnt es sich zu kämpfen und hierbei gewann souverän Team Family Force. Team Trent hat die Kraft der Familie nicht getrotzt und so mussten sie leider leer ausgeben. Somit ist Team Family Force Dritter. Und zu guter Letzt kommen wir zur Siegerehrung bzw. zur Preisverteilung. Den ersten Platz belegte ja Team Jim und sie gewannen damit 1,5 Displays. Den zweiten Platz belegte Jay Taylor und er bekam ein Display dafür. Und den dritten Platz belegte Team Family Force und sie bekam ein halbes Display. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese Displays von Junks Playground gesponsert worden sind bzw. zur Verfügung gestellt worden sind. Vielen Dank nochmal dafür und ich würde sagen, kommen wir jetzt zu den letzten Aspekt dieser News und zwar die Zukunft. So, das Turnier Game of GOATs ist damit offiziell zu Ende und die große Frage, die sich jeder jetzt natürlich stellt, ist, wie geht es weiter mit diesem Kanal? Naja, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich werde wie immer in meinem unregelmäßigen bzw. regelmäßigen Abstand alle 2 Wochen ein neues Video bringen. Was kommt? Ich sag mal so, lasst euch einfach überraschen. Ich habe einige Projekte umgesetzt, die ich auf dem Zettel hatte und auch der ein oder andere Gast wird dabei sein. Seid also gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!